Im Hamburger Untersuchungsausschuss zur sogenannten Cum-Ex-Affäre sind laut Medienberichten zwei Laptops mit mehr als 700.000 E-Mails verschwunden. Nach Informationen des Magazins Stern und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung soll der von der SPD berufene Chefermittler Steffen Jänicke das heikle Beweismaterial aus dem Tresor im Sicherheitsraum des Untersuchungsausschusses entfernt haben. Jänicke wollte sich laut Stern auf Anfrage nicht dazu äußern. Auf den verschwundenen Laptops befinden sich laut Stern Postfächer der Büroleiterin von Bundeskanzler Olaf Scholz. Von den Unterlagen erhofft sich der Untersuchungsausschuss eigentlich Erkenntnisse über die Rolle von Scholz in der Cum-Ex-Affäre der Hamburger Privatbank Warburg. Hinter dem Cum-Ex-Skandal steht das womöglich umfassendste System der Steuerhinterziehung in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Gegen Scholz gibt es den Vorwurf, er habe als damaliger Hamburger Bürgermeister möglicherweise politischen Einfluss auf die Finanzbehörden der Hansestadt ausgeübt, damit die Warburg Bank Steuerschulden nicht begleichen musste.